Das LKA hat gerade an meiner Tür geklingelt. Das LKA hat gerade an meiner Tür geklingelt, war direkt oben an meiner Wohnungstür. Ich sollte aufmachen, habe einen Schlitz aufgemacht und hat mich gewarnt, ich solle morgen an keiner illegalen, verbotenen Versammlung teilnehmen. Was für eine Versammlung? Ist morgen was? Ach so, ja, die Demo da. Ja, also ich nehme natürlich nur an genehmigten, erlaubten Versammlungen teil. Völlig klar. So, Captain Future meldet sich von der Demo. Wie heißt die Straße? Dann kommen wir von der Greifswalder auf der Danziger Straße. Der Start ist mal wieder ein bisschen chaotisch gewesen. Egal, es hat irgendwie doch wieder alles hier funktioniert. So, los geht das Spiel. Dann kommt die Gegenmannschaft. Die gegnerische Mannschaft trifft ein. Schließt euch an! Frieden, Freiheit, Demokratie! Demokratie! Schließt euch an! Für die Zukunft eurer Kinder! Dass es auch bald auch noch Jobs und Leben und Freiheit gibt hier! Schließt euch an, damit eure Kinder eine Zukunft haben! Wenn das so weitergeht, ist es am Ende mit der Freiheit in Deutschland! Kommt alle mit! Der LPG Biomarkt! Wo kann der Glühwein sein? Ein bisschen Saas muss sein. Das ist die Gefahr. Oh, da sind die Bullen. Schließt euch an. Hier rechts abbiegen. Alle rechts abbiegen. Vor das Kessel. Rechts abbiegen, bitte. Ah, ja, genau. Auch. Alles. Immer. Alle hier rein. Was auf die Straße, Leute. Also du führt ihr den Zug an, ja? Ja, noch. Du führst den Zug jetzt an, würde ich sagen. Ja, aber wir versuchen es. Ja? Hier ist der Anfang. Alles klar. Ja, okay. Ja. Hier ist der Anfang vom Zug. Hier lang. Sehr gut, sehr gut. Macht die haben dich erkannt, Micha, glaube ich, oder? Komm wieder, wir müssen links rüber. Geh weg. Wir gehen. Die haben gerade so rübergeschaut und dann alle getuschelt. Ich glaube, dass die dich erkannt haben. Wir schauen jetzt auch wieder zur Zeit. Wieso haben die mich erkannt? Wer kennt mich hier? Soll ich denn noch? Die Freiheit kommt hier angeholt wie nix, sag ich dir. Ist nicht mehr aufzuhalten. Schneeballprinzip, kommt ein Schneeball immer ins Rollen, wird immer größer. Ja. Das sieht ja richtig schön aus hier. So viele Menschen. Ja, it will future da oben, jawohl. Da bin ich auch schon. Alter, die Klimaliste, das ist doch. Ja. Herr Future. Das sind die mit Brett vorm Kopf. So, einmal schön austrinken hier und mitgekommen. Jawohl. Für unsere Freiheit, damit wir wieder drin sind, ohne Test und Wurfscheiß.
Alle mitkommen für die Freiheit! Durch. Das darf man wieder nicht aufhalten. Und das ist natürlich hier Rosenthaler Platz, geil. Oma, 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 Oma. Also ich habe gerade erfahren, dass die Polizei, die ganz vorne mitgeht am Zug, gar nicht vorhat, uns aufzuhalten angeblich, sondern uns im Grunde ziehen lässt und gewähren lässt und uns nur begleitet. Und das könnte durchaus durch den UN-Sonderermittler ausgelöst worden sein, dass die hier ihre Strategie geändert haben. Oder vielleicht auch durch diesen genialen Einsatz von Captain Future beim Andreas Geisel. Vielleicht hat der da auch ein bisschen sich überlegt, Mensch, wenn ihr jetzt schon den Captain Future gegen mich habt, dann muss ich vielleicht langsam meine Strategie ändern. Genau, genau. Da kam auch noch dieser super Song, Geisel ist am Arsch, Wasserwerfer Mars. Der hat sogar schon von Kindern im Internet gesungen wird. Also da geht es jetzt langsam echt Panik, glaube ich, bei der Polizei. Und dementsprechend werden wir hier einfach laufen gelassen. Fettes Double Love Life. Boah, ist das warm. Holt mal die Wasserwerfer. Wir vereinigen uns. Krass. Jawoll. Wir haben uns gefunden. Ist das schön? Oh, ist das schön? So was hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön. Guck mal, wie viele Leute da vorne, das ist ja der Wahnsinn. Wir haben es wieder geschafft. Mega Koordination. Yeah. 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 Und die Studenten auch dabei. Freiheit, Demokratie! Frieden, Freiheit, Demokratie! Und wir crashen die Mauer erneut. Neue Bilder wie 1989. Ich dachte, du bist Schornsteinfeger. Ja, die haben dich gerade erkannt. Haben dich erkannt? Dich? Mich? Ja. Und die gerade wieder ganz hektisch hergeschaut haben, sind sie stehen geblieben und funken irgendwie. Komm weiter vor. Ja, die haben uns voll im Blick.
keine Atempause. Geschichte wird gemacht. Es geht voran. Friede! Freiheit! Wir sind laut. Ja, geil hier am Gefängnis. Hoffentlich hört man uns da drin. Ach, die Zivilpolizisten sind schon wieder neben uns. Ja. Die haben uns im Blick, ne? Die schauen auch die ganze Zeit rüber. Ja, die haben uns die ganze Zeit auf der anderen Straßenseite verfolgt. Die hätten uns nicht aus dem Auge gelassen. Und jetzt ist Micha da rein, aber ich habe schon gesehen. Herr Gründe? Ja? Sie sind erstmal festgenommen von der Polizei, ja? Ja gut, die Olli. Ja. Micha, wo geht's jetzt hin? Ich habe erstmal was bearbeitet, aufgeschrieben und so. Und dann entscheidet irgendjemand, ob ich jetzt bis morgen in die Klasse komme oder auch bis Sonntagabend vielleicht. Das ist auch ein Gespräch. Was ist das Verbrechen? Was tut ihm denn vorgeworfen? Das frage ich mich auch. Ich bin gleich frei. Yes. Ja, super. Ja, alle super. Autogrammkarten gibt's leider noch nicht. Wenn wir Hi, sehr nette Kollegen hier, muss ich sagen. Hier, der Große hier ist der Kollege, der meine allererste Freedom Parade im März 2020 am Weltzeituhr oder am Mai geschützt hat. Da war nur er, ich glaube, er war allein oder war da noch jemand? Und da war er auch schon sehr nett und wir haben da geplaudert. Er war jetzt einer der Polizisten, die mich auch da abgeholt haben und aufgesetzt. Und die haben sich jetzt aus dem Fenster gelegt, die haben mich für mich eingesetzt, dass ich jetzt nicht in die Gesa mitgenommen werde bis abends oder sogar bis morgen Abend. Hätte passieren können. Es war auf Messerschneide. Der Einsatzleiter dort irgendwie war wohl dafür, dass ich mitgenommen werde, also der in der höheren Position. Aber die haben sich irgendwie stark gemacht und das Gute setzt sich durch. Nothing really matters to me. Ihr könnt mich einsperren, wie ihr wollt. Wir kommen immer wieder. Es ist Sonntag, 12 Uhr mittags. Die Demonstrationen gehen los. Und nur weil ich einen der Polizisten so ein bisschen kannte von der ersten Freedom Parade und der ein gutes Wort für mich eingelegt hat, bin ich jetzt gerade hier gemütlich schön auf dem Sofa und nicht in der Gesa, wo sie mich bis Samstagabend oder sogar Sonntagabend eigentlich ursprünglich festhalten wollten. Und ich musste diesem netten Polizisten versprechen, halt nicht bei einer unangemeldeten Demo heute teilzunehmen, weil er hat sich für mich aus dem Fenster gelehnt. Und den möchte ich auch nicht enttäuschen. Und dementsprechend sitze ich jetzt hier. Demo-Feeling von zu Hause. Wir gucken hier Livestream erstmal. Frieden, Freiheit, Demokratie. So,
So, liebe Freunde, Einmeldung. Ich habe von Arne Schmidt erfahren, dass der Journalistenrechtsanwalt Markus Heinz brutal festgenommen wurde. Krass. Wir schalten jetzt schnell rüber. Also die machen richtig Jagd auf den sogenannten Edelsführer. Und deshalb habe ich mich heute entschieden, es tut weh. Es ist sehr schmerzhaft zu sehen, dass die in unserer Gegend, wo wir so wohnen und uns aufhalten auch sonst, jetzt alle demonstrieren. Und wir wären so gern dabei. Hauptsache die Leute laufen und es funktioniert. Es ist wieder ein Riesenerfolg. Richtig geil. Warum seid ihr heute hier? Weil wir rechtsradikale Verschwörungstheoretiker sind. Ich jetzt? Okay. Also ich habe gerade die Wahrheit gesagt. Ja, schau, sie auch. Sie hat sogar marokkanische Wurzeln. Das ist auch ich viel jetzt? Paradoxer. Ich auch Nazi. Ey, die ist total... Schaut mal, die ist voll hübsch, ey. Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Alter, das ist aber eine gute Stelle hier. Der Heiko. Guter Heiko. Liebe Stadt an! Jawohl! So, ich finde, das passt hier zu uns. Das ist nämlich hier die Friedensstraße. Ne? Hallöchen, herzlich willkommen in Berlin in der Friedensstraße. Drum links, zwei, drei, steh für die Grundrechte auf. Lass dich nicht auf totalen Infektionsschutz ein, sonst gehen Freiheit und Leben drauf. Boah, du kannst aber ganz schön hübsch. Oh Gott, ist das. Ja. Der Dr. Fischer, Moment, der Dr. Fischer, Moment, der Dr. Fischer. Nicht. Mhm. Gut. Bei Ihnen auch? Naja. Bisschen spazieren gehen heute in Berlin? Ja, freilich. Überstunden oder Urlaub? Ja, beides. Beides? Ja, immer. Ja, das. Gefällt es Ihnen in Berlin? Ja, sehr schön. Frieden, Freiheit, Demokratie! Frieden, Freiheit, Demokratie! Hopp! No, I won't be afraid. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. Darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Unsere Regierung ist am Arsch. Sing hallelujah. Sing it. Yeah. Sing it. Yeah. No experimental DNA changes. Lauterbach, leave them kids alone. Leave the kids alone! Leute, wir sind nur 9 Polizisten und wir sind mehr! Ach, das ist der Kessel.
hier jetzt diesen Bereich zu verlassen. Ja. Weil das hier findet eine freiheitsentziehende Maßnahme statt. Warum lasst ihr sich hier? Ja, live aus dem Polizeikessel. Wenn Sie die erforderlichen Maßnahmen hier beschleunigen wollen, dann halten Sie bitte Ihre Personalpapiere bereit.